in welch kaputtem, geradezu hasserfülltem gesellschaftlichen Klima sich unser Land mittlerweile befindet, wird rasch bewusst, wenn man sich mit Verhalten und Worten der sogenannten Klimaschützer, der sich selbst letzte Generation nennenden Gruppierung einerseits und den verbalen Titulierungen ihrer Gegner in Politik und Gesellschaft andererseits befasst. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, ehe ich auf die völlig inakzeptablen Aktionen und die brandgefährlichen Verirrungen der letzten Generation eingehe, aus gegebenem Anlass zunächst einige Worte zu denen sagen, die sich diesen Leuten in der Sache ja mit Recht entschlossen entgegenstellen, dabei jedoch eine geradezu verstörende Wortwahl an den Tag legen und die absurdesten Vergleiche ziehen. Die selbsternannten Klimaschützer der sogenannten letzten Generation seien der letzte Abschaum, äußerte etwa der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt. Die CDU-MdB Julia Klöckner verteilte ein offenbar begeistert zustimmendes Like-Herzchen für den von einem Publizisten angestrengten Vergleich der Methoden der Klimakleber mit jenen der Nazis in der Weimarer Republik. Alexander Dobrindt von der CSU warnt wiederholt vor dem Entstehen einer Klima-RAF aus der letzten Generation. Und der SPD-MdB Michael Roth zieht einen Vergleich mit den afghanischen Taliban. Menschlicher Abschaum? Nazis? RAF-Terroristen? Taliban? Ja, geht's noch? Bei aller von mir uneingeschränkt geteilten, auch sehr heftigen Kritik an den inakzeptablen und rechtlich zu verfolgenden und auch hart zu ahndenden Aktionen und Straftaten der letzten Generation, das kann wohl nicht der Tonfall sein, mit dem selbst namhafte Bundestagsabgeordnete auf diese Aktionen reagieren. Wer andere Menschen in offensichtlich hasserfüllter Erregung als Abschaum bezeichnet, disqualifiziert sich damit selbst für jeden weiteren politischen Diskurs, um das ganz deutlich zu sagen. Und Vergleiche der Klimakleber mit Taliban, mit skrupellos mordenden RAF-Terroristen oder gleich mit Nazis sind so vollkommen überzogen und deplatziert und ganz nebenbei auch historisch falsch und schlimmste Menschheitsverbrechen verharmlosend, dass man sich fragt, wer noch so alles den Verstand verloren hat. Verloren gegangen sind hier ohne jeden Zweifel jedes Maß, jede Differenziertheit im Urteil und damit auch jedes gesellschaftliche Verantwortungsgefühl. Wenn selbst Bundestagsabgeordnete so frei hohl drehen und ihrem Hass freien Lauf lassen, dann darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Teile der Gesellschaft sich auch keine zivilisierte Zurückhaltung mehr auferlegen. Also mein Nein, sogar mein ganz entschiedenes Nein, diese sich bewusst und gefährlich verharmlosend gern selbst als Aktivisten bezeichnenden Anhänger der Organisation Letzte Generation sind weder mit den Taliban noch mit den RAF-Terroristen noch gar mit Nazis vergleichbar. Und überhaupt niemand sollte öffentlich als menschlicher Abschaum bezeichnet werden. Niemals. Das ist eine Denke und eine Sprache, die in einer zivilisierten Gesellschaft nichts, aber auch gar nichts zu suchen hat, um das ganz deutlich zu machen. Dieser Hinweis war mir wichtig und musste sein, meine Damen und Herren. Und nein, denken Sie ob dessen jetzt bitte nicht, dass ich der vorgeblich letzten Generation auch nur die leiseste Sympathie oder auch Verständnis für deren absurde Maßnahmen entgegenbrächte. Nein, das tue ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich lehne deren Verhalten ebenso klar und eindeutig, wenn Sie so wollen, radikal ab, wie die bereits genannten Kritiker. Aber es ist mir wichtig, mich dabei nicht im Ton zu vergreifen wie diese, mich nicht in Hass und darüber jedes Maß zu verlieren. Dass jedoch diejenigen, um die es hier geht, das ist wirklich indiskutabel und eben auch ausgesprochen gefährlich, sich allen Ernstes letzte Generation nennen, spricht nicht nur Bände, sondern zeigt auch, dass diese Leute ebenfalls jedes Maß verloren haben. Als wäre hier bald das Ende der Menschheit oder alles Lebens auf der Erde erreicht, wenn wir nicht sofort und in radikalster Weise alle nur möglichen CO2-Emissionen stoppen. Apokalyptische Szenarien dergestalt, dass hier bald alles brennt, der ganze Planet kurz vorm endgültigen Untergang stünde, werden verbreitet. Und offenbar gibt es nicht ganz wenige, die diesen Quatsch allen Ernstes glauben. Nein. Man könnte das einfach nur als hanebüchenen Unsinn abtun, der es faktisch ist, wenn es nicht zugleich so gefährlich wäre. Leute, die so etwas von sich geben, handeln entweder wie perfide Demagogen oder, wenn sie tatsächlich selbst daran glauben, völlig Verirrte. Gefährlich sind vor allem die, die demagogisch agieren, die das ganz gezielt steuern, die erkannt haben, was für ein famoses Geschäftsmodell für sie selbst das Schüren von Weltuntergangsangst sein kann. Von diesen Leuten, da sie ganz gezielt Panik schüren, kann durchaus eine ähnliche Gefahr ausgehen wie von obskuren Weltuntergangssekten.
Leid tun mir vor allem die vorwiegend jungen Menschen, die sich solchen Leuten auf ihrer Suche und Sehnsucht nach etwas Orientierung in einer weitgehend orientierungslos gewordenen Welt angeschlossen haben. Ich schaue da in viele Gesichter von Menschen, die selbst Opfer dieser Panikmacher geworden sind und die nun deren komplette Ideologie in Sprache und Handeln vollständig übernommen haben, ohne für andere und vor allem auch für sich selbst an der absoluten Richtigkeit und moralischen Erhabenheit ihres Handelns auch nur den leisesten Zweifel zuzulassen. So sprechen und handeln diese Leute. Und die fanatisierte Kompromisslosigkeit der vermeintlichen Weltenrettung spricht aus ihren vorwiegend noch sehr jungen Gesichtern und trieft ihnen förmlich aus jeder Pore. Sie sind, das sollte klar benannt werden, letztlich instrumentalisierte Opfer dieser Bewegung und kaum jemand findet sich, der ihnen das einmal in der gebotenen Deutlichkeit sagt. Denn wer immer das tut, muss nicht nur befürchten, mit diesem Hinweis auf völliges Unverständnis zu stoßen, sondern auch dafür noch vor seinem sowieso kurz bevorstehenden Klimatod bereits vorab im idealen Fegefeuer der Korrektheit Verdammnis zu verglühen. Nun, some like it hot, und so erlaube ich mir den Hinweis trotzdem. Nur, dass wir uns bitte nicht falsch verstehen. Nein, ich bin definitiv kein Leugner des Klimawandels. Nein, natürlich gibt es einen Klimawandel und etliche Daten sprechen für eine globale Erwärmung in den kommenden Jahrzehnten. Und ja, damit gehen erhebliche Herausforderungen einher, das ist so. Nur geht darüber die Welt nicht unter und der Erdball verglüht auch nicht. Jedenfalls nicht infolge des Klimawandels. Da gibt es ganz andere Bedrohungen, die scheinen aber derzeit gerade, auch das ist bemerkenswert, von denen nicht sonderlich ernst genommen zu werden. Die Herausforderungen des klimatischen Wandels sind mit Hightech in den Griff zu bekommen und das sollte und wird man auch tun. Genau genommen geschieht das auch schon längst. Schauen Sie sich die Emissionsentwicklung, vor allem hier in Europa, einmal mit Verstand an. Sonderbarerweise kleben sich die Jünger der letzten Generation ja besonders gerne hier in Deutschland fest, dabei vollkommen ignorierend, welchen Bruchteil an Emissionen Deutschland im globalen Maßstab zu verantworten hat. Aber noch keiner dieser klebefreudigen Aktivisten wurde meines Wissens je auf den Straßen Pekings oder Shanghais oder Wuhans gesichtet. Und auch von den zahlreichen Großbaustellen für neue Kohlekraftwerke in China und Indien wurden, soweit ich es überschaue, noch keine Freunde der gepflegten Klebeaktion beobachtet. Warum man das dort nicht tut, hat mir noch keiner dieser sogenannten Aktivisten erklären können. Das wird mich aber durchaus mal interessieren. Und auch, warum diese Leute auf die geradezu herausragend blödsinnige Idee kommen, mitten in Berlin einen jungen Baum zu fällen, statt in freier Natur tausende neue Bäume zu pflanzen, will sich mir nicht recht erschließen. Muss irgendetwas mit blanker Ideologie und kamerageilem Aktionismus zu tun haben. Mit Vernunft und echtem Naturschutz jedenfalls nicht. Gänzlich hört aber alles auf, wenn inzwischen erste Stimmen aus dieser Organisation zu vernehmen sind, dass man zur Durchsetzung der Klimaziele gegebenenfalls auch Tote in Kauf nehmen müsse. Hier werden nun die Gefahren in voller Blüte deutlich, die jede Verabsolutierung eines Ziels, dem sich alles andere unterzuordnen habe, mit sich bringt. Wenn es noch eines Beleges für die Existenz extremistischer Positionen in dieser Bewegung bedurft hätte, wer wollte angesichts solcher Aussagen daran noch zweifeln? Was also hat im Umgang mit der letzten Generation zu geschehen? Wie ist mit dem Phänomen solcher Aktionen umzugehen? Nun, ganz sicher sind die hasserfüllten Sprüche, die ich eingangs erwähnte, hier das völlig falsche Mittel. Was hier stattdessen allein gefragt und gefordert ist, ist die entschiedene Härte des Rechtsstaates. Unser Strafgesetzbuch verfügt über genügend Rechtsnormen, mit denen man diesen sich verniedlichend als Aktivisten bezeichnenden Leute das klebrige und triefende Handwerk legen kann. Also wenden wir einfach die bestehenden Gesetze konsequent an. Nicht weniger und nicht mehr. Das allein ist vernünftiger und maßvoller Umgang, wie ich ihn einfordere. Mit Hassrhetorik ist als Gegenmittel rein gar nichts zu gewinnen. Sie ist nur geeignet, das ohnehin vergiftete gesellschaftliche Klima immer noch weiter zu vergiften. Nein, diese verirrten Klimakleber sind keine Taliban-Terroristen, Nazis oder Abschaum. Sie sind zu einem nicht geringen Teil selbst Opfer einer hochgefährlichen, in manchem an fanatisch-religiöse Sekten erinnernden Bewegung, der schnell, wirksam und entschlossen Einhalt geboten werden muss. Und zwar ausschließlich mit den dafür vorhandenen Mitteln unseres Rechtsstaates. Es grüßt Sie ganz herzlich aus Straßburg, Ihr Jörg Meuthen.